So Leute, es kann weitergehen mit Let's Play Killzone 2. Ich bin es, euer MC Muffix. Ja, im letzten Part haben wir den Visari-Platt endlich erobert und jetzt müssen wir zum Salomon-Bezirk, um weiter die Hauptstadt der Helgas zu erobern. Ob das leicht wird, wissen wir nicht, aber immerhin stehen uns wieder Rico und die anderen zur Seite. Weiter vorrücken! Scheiße! Deckungsfeuer einsetzen! Verdammt! Wir machen uns hier fertig. Hey, Rico, Vorsicht! Reddicks Puppen sind in der Nähe! Mörser, zurück! Deckung! Zurück! Gehen Sie in Deckung, aber schnell! Scheiße! Auf Ihre Position, Koordinaten! Ah. Zurückziehen! Ah. Raus da, verdammt! Wäre es jetzt eine ganz blöde Frage, zu fragen, ob der Reddick gefährlich ist, weil, also, ja, ich kenne den jetzt irgendwie nicht so, Sprachstadt, den wir hier gar nicht leise machen, so, die Soundeffekte wollte ich nur ein bisschen, sehr leise machen, so, so, glaube ich, passt es dann, gut, jetzt sollte es ein bisschen besser sein. Alter, Gaza, der ist ja auch mal wieder da. So, jetzt kommen wir wieder hier die ultra komplexen Killzone-Rätsel. So, Lampe, Stromverteiler, Strom. Info reinlaufen. Ah! Ich dachte nicht, dass der jetzt sofort verreckt. Ja, das beginnt schon mal wieder sehr gut. Fast so gut wie im letzten Part, wo wir hier den Visari-Platz wirklich fast im Alleingang erobert haben. Ich weiß, die perfekte Überleitung einfach. Und ja, dazu haben wir ein Bruchstück der... Was seid ihr... Für hässliche Viecher. Und warum, wenn ich auf die Siedlung komme, da Blitze raus? Ich will es gar nicht wissen. Ja, zumindest haben wir ein Stück der Blitzkanone der Helgas uns geholt. Und das natürlich an General Narve weitergeben. Verletzung der Uniformpflicht. Kein Scherz. Die Uniform ist der Grundpfeiler der Disziplin. Hä? Hä? Was? Ja, also okay, das erste Mal war lustig, dass hier Insel gestorben wird. Das war auch irgendwie so gedacht. Aber ey, was ist denn das mit dir jetzt? Der Typ kippt da einfach um. Der Typ kippt da einfach um. Du bist mir einfach so ein Held. Jetzt tun wir erstmal die Viecher zusammenhauen. Aber so Spaß wieder. Ja, also ich würde sagen, wir haben ein Stück der Blitzkanone bekommen. Und was laut General Narve wirklich eine große Hilfe sein kann, hoffentlich wird es das auch sein. Aber ich will wissen, was mich zur Hölle getötet hat. Ach so, das sind Minen. Ach, Minen. Ja, klar, das soll ich jetzt hier auch wissen. Ja. Ich bin jetzt hier nicht runtergefallen. Eiskalt und sterbe jetzt schon wieder. Alter, dreimal am Anfang eines Parts sterben. Also einmal ist lustig, zweimal nicht mehr ganz so lustig, aber dreimal ist es einfach übelst peinlich. Also komm schon. Einfach fällt der da ins Loch. Lass mir raten, jetzt ist hier einfach noch ein tieferes Loch. So, gut. Kann ich da wieder... Nein, da will ich nicht nach oben. Da ist die... Wartet, erstmal töten wir die Gegner, auch wenn die viel bessere Position haben. Ist mir wurscht. Scheiß auf Position, scheiß auf Deckung. Die Gegner, ach, der Gegner ist mir zu schlau. Jetzt, komm aus einer Deckung raus. Ach, du regst mir jetzt einfach auf, du regst mich auf. Nee, nee, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr auf dich. Jetzt kletter ich einfach hoch. Warte. Gleich bin ich da mal Front, Dann gibt's Papa. So, was ballert mich mir eigentlich ab? Ist das der Typ da oben? Okay, dann machen wir was anders. Du kannst mich nämlich jetzt übelst an. Ah, oh, da wollte er eine Granate werfen, das hat er verkackt. Ja, da sind wir ihm wohl ein bisschen zuvor gekommen. Sehr gute Aktion. Und ja, was gibt's hier so Schönes? Kaputt, dann ist alles kaputt. Naja, okay, dann gibt's hier doch nichts so Schönes. So. Gaza wird Ihnen helfen. Achten Sie auf Alliierte von vorne. Leute, ist das ein fucking Flammenwerfer? Leute, ist das ein Flammenwerfer? Hey Sam, Rico hat mich hergeschickt, um dich zurückzubringen. Scheiße, hier hoch! Also, ich habe schon in Haze gesagt, auch wenn in Haze die Flammen unglaublich schlecht aussahen, Flammenwerfer in Spielen sind immer geil! Du
Ey, so Flammen wäre. Also, ich habe mir irgendeine super Laserwaffe gewünscht. Okay, die Flammen sehen. Irgendwie sehen die Flammen scheiße aus in dem Spiel. Sind echt ein bisschen. Naja, okay, geht schon. Also. Schau ich das mal an, wie die da runterfliegen. Okay, jetzt bin ich schon wieder gestorben. Dreimal, okay, aber das war jetzt echt Dummheit. Weil ich in den. Da reingelascht bin. Aber. Hä? Wie schießt der bitte die Flammen? Das sieht aus, als würden die da runterprasseln. Na egal, komm, wenn ich jetzt hier noch den Weg finde. So Leute, jetzt muss ich mir aber echt mal gut anstellen. Ich kann hier nicht einfach dreimal ein paar sterben, auch wenn hier, was wirklich sehr positiv ist, einfach keine Ladezeiten sind, was ich echt liebe jetzt schon in dem Spiel. So. Bam. Burn, Motherfucker. Burn, Motherfucker. So, hier die, wie hießen sie nochmal? Ich habe den Namen vergessen von der Band. Aber coole Band, cooles Lied. Ich weiß nicht mal, wie das Lied heißt. Aber egal. So, komm. Ich weiß noch, dass das die Band war, die immer nackt auf den Konzerten herumgetanzt ist. Was immer sehr schön war. Und die ins Publikum gepinkelt und gekackt haben. Und Leute, das ist kein Witz. Ich habe am Namen vergessen. Wer es weiß, der bekommt das, was der Typ hier gerade bekommen hat. Ein Grillfest! So. Ist hier irgendwas Schönes? Ein Speicherpunkt, das ist sehr gut. Kutschi. Ist hier jemand? Flammen. Oh, die Flammen gehen ja auch richtig weit. Also, ist schon geil, die Waffe. Komm, jetzt noch nichts dagegen sagen. Oh nein, Glasscheibe. Ja! Burnt! Alter! Ich will nicht noch wieder tot sein. Leute, viermal. Ey, ich bin bis jetzt, glaube ich, ein einziges Mal gestorben. Jetzt bin ich einfach schon viermal gestorben. Aber der Flammenwerfer, das war geil, aber es dauert halt eine Weile, bis die tot sind. So. Ja, bricht durch die Wand, dann ist mir doch scheißegal. Was ballert mich eigentlich? Achso, da liegt noch jemand. So, jetzt lebt der nicht mehr. Der lebt auch nicht mehr. So. Ja, ich lasse die mal hier ein bisschen brennen. Piep. Die Waffe ist so geil, Mann. Die Waffe ist einfach zu geil. Und hier liegt immer Munition. Ach, Leute, so gehört sich ein gutes Spiel. Einfach ein fucking Flammenwerfer. Einfach so eingeschossen und damit kann man die schon weckern. Ach Leute, ist das geil. Ein Flammenwerfer. Also Leute, ist das cool oder ist das cool? Irgendwie sieht es ein bisschen merkwürdig aus, wie die Flammen fliegen. Aber es ist ein Flammenwerfer, es ist mir scheißegal. Die können von mir aus erstmal so eine Schleife machen. Solange es ein fucking Flammenwerfer ist, ist alles gut. So. Warum können die eigentlich alle Wände kaputt machen und ich nicht? So, ich glaube, die schießen ja gerade auf Gaza. Das ist nicht so nett und deswegen helfe ich immer meinem Kumpel. Blup. Ich hoffe, ihr brennt mal alle. Ja, ich glaube mal, die Rauchwolke lässt irgendwie den Eindruck geben, dass sie ein bisschen hier gebrannt haben, oder? Warte, da ist noch eine Leiche. Ah, da ist hier so eine Leiche. Okay, ist alles gut, dann würde ich sagen, komm mal weitergehen. Gucci. Wer möchte noch? jetzt kommt das epische Zahl. Man sollte nicht mit dem Feuer spielen, meine liebe Helga. Oh, war der gut. So, das Gaza, der kann mir helfen. So. Wenn ich schon ein einziger Trottel bin, der hier in irgendeine Schlucht fällt, muss ich auch echt dumm anstellen, gell? Seth hier. So. Ja, gut, wir haben gerade getroffen, war kein Problem. Ja. Gut, laufen, laden. Aber Leute, übrigens. Wenn du mir jetzt sagst, dass wieder so eine scheiße Mission kommt, dass du hier. Wenn du. Oh, du machst jetzt sofort die Tür auf. Du sagst mir jetzt nicht, dass. Oh, gut, ja. Ich dachte, das ist wieder so eine blöde Verteidigungsmission. Egal. Also, übrigens, ich habe das jetzt mal in einem Review angesehen. Und da, die haben auch gesagt, dass es dieses Problem, dass sie Ladezeiten sind und dann so einen kleinen Ruckler ist, weil es laden muss. Dass es wirklich liegt, also wie ich es wirklich vermutet habe. Nicht an mir, sondern es ist wirklich ein Problem des Spieles. Also Leute, nicht, dass ihr jetzt hier dacht, meine PS3 läuft nicht mehr, ey. Bei mir läuft vieles nicht, besonders im Kopf. Da läuft normal alles so vernünftig, aber die PS3 läuft. So. Ja, bin schon dabei. Ich muss halt, Entschuldigung, hier mal die Armhellgast anzünden. Brip. Alter. Will der mir eigentlich mal... Warte, ist der tot? Der Sack ist ja schon wieder tot, Mann. Ja. Ich werde nicht wiederbelebt, wenn ich umfalle. Den soll ich jetzt hier wiederbeleben, oder? Der kam ja nicht mal runtergelaufen, als ich hier gegen die Helgas kämpfen muss. Und dem Sack soll ich jetzt hier echt hochhelfen. Nee, Mann. Sterbe ich. Jetzt kotzt ihr mich alle schon wieder an. Tue ich einfach hier mal ein bisschen Flammen rumhauen. Irgendwas wird schon treffen. Im schlimmsten Fall mich. Ah, ey, das hat er geholfen. Alter, das ist cool. So.
Das zündet man kurz mal noch den an. Und dann sollten wir echt die Ladung legen können, weil von da sollten die uns da oben nicht abballern können. So. Wie wird es nochmal? So. 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 Ja, ich lauf doch. So. Ach, eine von zwei. Ach so, eine von zwei. Ach, ich habe irgendwie gerade eine von fünf gelesen. Jetzt. Suchen wir den nächsten. Ach so, die haben da ein G. Ist ja, sagt es mir doch mal. Schieß doch. Okay. Wo geht's lang? Oh, Gaza, du bist ja ein solcher Vollhonk. Ah, wir sind einfach mal hinter. Ach, scheiß drauf. Warte, wo geht's weiter? Da geht's weiter. Okay. Wir ignorieren es. Einfach mal die MGs, aber den können wir leider nicht ignorieren. So. Wir werden wahrscheinlich ihr gleich an denen vorbeikommen. Nein, nein. Oh. Also, Leute, wenn es drauf ankommt, dann kriege ich auf einmal Headshots hin. Mit meiner goldenen Knarre, die ich glaube gar nicht golden ist, aber irgendwie kommt es mir so vor. Bip. 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 Dann machen wir es auch so. Meine kleine Bratwurst hier. So, ballert mich irgendwas ab? Nein, mich ballert nichts ab. Böse, 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 böse. Böse, böse, böse. Ja, okay, der hat hier gebrannt, aber das ist mir scheißegal. So. Gucci, Gucci, Gucci. Gucci, Gucci, Gucci. Oh, ist das schön. Oh, ist das schön. Burn ma. Oh nein. Jetzt, warum ist der Typ schon wieder down? Mann, ey, wo. Habe ich den angete. Was? Was ist denn mit dem Typen los? Ich blick's einfach nicht. Wie wär's einfach mal, wenn du weiterläufst? Dann töten wir dir halt im DMGs, wenn's dir Spaß macht, Mann. Oh, Leute. Der ist ja auch nicht. Oh nein. Okay, jetzt töten wir sie doch nicht, weil jetzt ist meine Muni alle. Ich hoffe, da oben liegt welche. Aber der Typ ist ja auch einfach mal echt zu gut. Ich laufe davor und der bleibt einfach da hinten stehen. So, ich werde jetzt einfach mal hier von. Schon wieder ein Head. Nee, das war kein Headshot, oder? Ich glaube schon, aber das ist ja den Typ. Nein, du Honk! Ich werde dich nie wieder beleben. Ich habe jetzt auch langsam keinen Bock mehr auf dich. Scheiß auf Seth. Deine Mutter safe dich. Die soll dich safen hier. Oh, Wortspiel. Jetzt, ich komme nicht an dem Typen vorbei. Der schießt immer schon. Der schießt immer schon, bevor ich überhaupt schieße. So, dann nehmen wir halt die Kackwaffe. So, jetzt ist der Typ erstmal. Ach, okay, auf einmal lebt er wieder. Jetzt stell dich down zum G! Ist auch. Mein Gott, Seffi, Seffi, Seffi. Seffi, 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 Seffi. So. Jetzt habe ich einen G. Jetzt ist mir erstmal alles scheißegal. Jetzt geben wir erstmal eine Deckung kurz. So. Aus der. Hä? Ja, schau! Tut mich jetzt jemand wiederbeleben? Tut echt mich jetzt jemand wiederbeleben? Nein! Boah, der Typ ist einfach so ein Genie. Der Typ ist so ein Genie, Leute. So ein scheiß Genie. Weißt du was? Ich laufe jetzt einfach durch, zünd alle an, ignoriere den Typen einfach, lauf durch mein Feuer, bring mich selbst mit meinem Feuer um. Was echt passieren könnte, wenn ich so weitermache. Und scheiße einfach darauf, weil der steht ja eher auf, automatisch nach einer Weile auf. Teilweise, wenn er Bock hat. So. Du brennst erstmal, du brennst jetzt auch. Sag dir, du brennst. Du bist ein Sack. Bam, nein, es wird gebrannt, mein Kumpel. So. Das ist mir jetzt wurscht, nämlich, was der Sefter macht. Ich tue jetzt erstmal den Flammenwerfer wegnehmen. Ja, mir dafür die MP da holen. Oh, 80 Schuss, Mann. Ist ja gar nichts. So, mach mal die Tür auf. So, und jetzt kommen wir schön ans MG stehen. Ja, Alter, stell. Wo ist das MG hin? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh, warte, ich muss jetzt. Ah, mich konzentrieren. Irgendwas hab ich. Ach so, von da hinten ballern die auch. Ach, da ist immer noch der. Oh nein, jetzt hab ich auch. Jetzt hab ich immer meinen Kumpel fast getötet. Warum verliere ich eigentlich so viel Leben? Was denn? Mann, ey! Du bist einfach der dümmste Volltrottel dieser ganzen Welt, Scheiß, Mann. Ey, der Typ, er kotzt mich so an. Also, ich meine nicht Seth, ich meine Gaza. Mein Gott, der Typ soll halt mal hochkommen. Und nicht da unten rumgammeln die ganze Zeit. Mich wundert es ja gar nicht, dass der mal verreckt. Weil wenn der die ganze Zeit da unten rumgammelt. So, jetzt brennen wir erstmal hier alles niederkommen. Ich sagte, ich brenne dich nieder, du Sack. Ey, der Typ ist einfach so genial. Ich baller da oben mir alles weg, was ich habe. Und der chillt da unten rum. So, endlich hier eine gescheite Waffe. So, da muss ich jetzt extra die Scheißtypen mit ihren MG töten, weil Gaza sonst keinen Bock hat. So, jetzt komm. Schieß auf das blöde Ding, Mann. So, jetzt heißt es erstmal hochlaufen. Kommst du jetzt mit, Gaza, bitte. Du bist nicht.
Ey, der Typ, ich könnte mich so aufhängen wegen diesem Typ. Der ist so strohdumm einfach. Das ist so furchtbar. Anstatt dass er mitläuft, anstatt dass er irgendwas Sinnvolles macht, chillt er da hinten, ne? Macht nichts, lässt sich abballern von Gott und der Welt. Oh, Leute. Und nein, du Typ, mir ist es scheißegal, ob du tot bist. Weißt du das eigentlich? Es ist mir sowas von scheißegal. Sollst du tot sein? Und? Habe ich was davon, wenn du lebst? Eigentlich ja nicht. Bist keine große Hilfe, würde ich jetzt mal sagen. So, jetzt irgendwie ganz schnell ins MG hocken. Ich habe 2 Sekunden Zeit, dann bin ich ja gleich tot. So, jetzt haben wir erstmal diese scheiße MG-Mann schon weg. Ist mir wurscht, was mit Gaza ist. Gaza soll verrecken. Ich mag den nicht. Ich hoffe, der stirbt im Laufe der Geschichte. Dem gönne ich das. Ganz ehrlich, Gaza kotzt mich übelst an. Was denn? Leute, ich blick's nicht. Ich sterbe einfach. Schaut, habt ihr das gesehen? Habt ihr was gehört? Ist jetzt die bessere Frage. Habt ihr echt gehört, dass ich abgeballert worden bin? Also, ich weiß nicht, vielleicht bin ich taub. Aber ich habe nicht gehört, dass ich abgeballert worden bin. Die kamen wahrscheinlich irgendwie von der Seite. Ich sehe das nicht und ich höre die nicht. So, irgendwas hat der gelabert. Das ist mir jetzt aber auch wurscht. Wir haben ja gesagt, ich mag den nicht mehr. Der Typ, Mann. So ein Genie. So, nehmen wir den Aktenkoffer mit. Dann kann ich auf Killzone.com gehen und meine tollen Inhalte anschauen. Yeah! Muss man Flammenwerfer-Munition eigentlich wieder haben. Ah, aber ich habe ja nicht mal mehr Flammenwerfer. Okay. Egal, dann nehmen wir halt die blöde MP. Aber die immer noch haben wir 300 Schuss mit dem. Es ist scheißegal, was aus dem Typen wird. Soll einfach sterben. Wo bin ich eigentlich? Leute, wo soll ich eigentlich hin? Oh, ich sollte hin. Warum spricht dann darunter? So, dahin. Okay. So, jetzt bin ich da. Soll ich dahin? Ich sollte. Der Typ ist schon wieder tot, Mann! Der verarscht mich schon, oder? Der verarscht mich, oder? Das ist ein bubliger Gegner. Okay, er hat mich auch was getötet. Ey, der hat eine Pumpgun. Aber das ist ein bubliger Gegner und der kriegt es nicht hin. Junge. Okay, es sind 2 bubblige Gegner. Okay, ich sterbe auf was, aber trotzdem. 2 bubblige Gegner. So, ich nehme jetzt die Pumpgun mit, einfach auf Frustration. Sieht aber geil aus. Oh. Sieht Schnieke aus. Schnieke, so. Ah, aber trotzdem Gaza, Mann. Ich will Rico haben. Rico kann immer draufholen. Sagen wir, wenn er nicht mehr so ein cooles MG hat wie im vorigen Teil. Naja, egal. So. Jetzt bin ich wieder gut gelaunt. Jetzt ist der Typ, steht jetzt nämlich neben mir. Jetzt kann er hoffentlich nicht sterben. Hat der gerappt? Ich bin der Radikai, Homie, und baller euch alle ab. Die kleine ESA, die hat wirklich keine Chance. Ich hau sie weg und das mit meinem riesen Swag. Oh, ey, der war echt geil. Ich hau sie weg mit meinem riesen Swag. Ey, die muss ich mir merken. Ich werde ja Profi-Rapper, gell? Profi-Helgas-Rapper. Mit den roten Augen natürlich. So, jetzt gehen wir erstmal in Deckung. Ja, aber diese schönen Feature, aber das bringt auch nichts, wenn er von hinten. Ja, von allen Seiten, Mann. Bitte töte. Du bist schon wie. Der Typ. Oh mein Gott. Hey, Leute, habe ich das Spiel auf schwer gestellt oder was? Der Typ, Mann, stirbt durch jeden zweiten Gegner. Ich stirb ja auch oft, aber nie so oft wie der Typ. Leute, wir machen einen kleinen Cut und im nächsten Part schauen wir mal, was der Gase hier noch weiter für Todesaktionen bringt. Bis dahin, Leute, im Zimmerfix. Ciao.